Warum gibt es niemanden auf der Welt, der so schlechte Prognosen für die weitere Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation macht als die US-Notenbank Fed? Ganz einfach, man hat die falsche Methodik. Man verlässt sich auf nachlaufende Indikatoren wie Arbeitsmarkt und eben die offizielle Inflationsberechnung und ignoriert weitgehend Frühindikatoren, Geldmenge im Zweifelsänderung, viele andere Parameter, die jetzt schon darauf hindeuten, dass das Thema Inflation im Grunde in den USA zumindest faktisch schon gegessen ist, dass gleichzeitig die Wirtschaft deutlich abschwingt. Aber die US-Notenbank, eben weil sie sich auf ihre bisherigen Kategorien so verlässt, so ein bisschen wie die EZB, die es ja auch überhaupt nicht geschnallt hat, was da passiert, da kämpft man also seitens der Fed jetzt so ein bisschen wie Don Quixote gegen Windmühlen. Man kämpft gegen Probleme, die wahrscheinlich gar keine Probleme mehr sind, und deswegen hält man an dieser Geldpolitik fest. Und das bedeutet, dass die Fed ja eins unbedingt will. Man hat den Märkten geschworen, wir wollen die Inflation bekämpfen, das ist unsere oberste Priorität, und das wollen wir tun, indem wir die sogenannten Financial Conditions straffen. Jetzt gibt es aber ein Problem für die Märkte. Die Rallye der letzten Wochen hat eben diese Financial Conditions wieder deutlich lockerer gemacht, und das bedeutet, dass die Fed immer weniger Spielraum hat, je höher die Kurse steigen, um den Märkten ein Zuckerl zu geben, um zu sagen, naja, okay, vielleicht könnten wir ja, also so ein bisschen Kompromisse zu machen und zu sagen, ja, wir können doch mal gucken. Also der Spielraum wird immer eingeengter, und das ist das Problem der Märkte. Wir wollen uns diese Konstellation einfach mal anschauen. Zunächst, eins ist klar, 75 Basispunkte wird es werden heute bei der Zinsanhebung. Viertes Mal hintereinander. Die Fed hat noch nie seit 1994, wie Jim Bianco hier richtigerweise sagt, eine Entscheidung getroffen, wenn oder praktisch eine gegenteilige Entscheidung getroffen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte diesen Zinsschritt erwarten, nämlich 0,75%, über 80% lag. Derzeit sind wir bei 91%, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed irgendwie nur 50 Basispunkte anhebt, die ist 0, und auch 100 würde ich praktisch komplett ausschließen. Das ist völlig klar, ist ein Non-Event. Es geht also faktisch um den Dezember, um den weiteren Ausblick. 75 Basispunkte nochmal im Dezember oder 50. Der Markt sagt, die Chance dafür ist 50-50. Also nochmal ein ganz großer Schritt. 75 Basispunkte oder eben nur 50 Basispunkte, muss man gucken. Was die Märkte auch vor allem interessiert, wo ist die Terminal Rate, also wo ist der Gipfel der Zinsanhebungen? Und da ist gestern eben diese Erwartung der Märkte für diese Terminal Rate weiter nach oben gegangen. Man liegt jetzt bei 5,05%, also selbst wenn die Fed jetzt 0,75 oder 1% anhebt, und die Märkte haben eine Vorstellung, wo es enden wird. In welcher Reihenfolge das kommt, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Und das Problem, das die Märkte haben könnten, ist, dass wir praktisch jetzt hawkischere Einpreisungen in den Anleihemärkten gesehen haben, aber nicht so wirklich von den Aktienmärkten. Das ist die Divergenz. So oder so, so denken die Märkte, werden wir auf 5% kommen bei den Zinsen. Und hier JP Morgan sagt, ja, die werden jetzt ankündigen, dass man ein bisschen langsamer vorgehen wird. Wir werden sehen, aber das Wichtige, was Sie hier sehen in diesem schwarzen Chart, ist diese weiße Grafik hier, die jetzt deutlich zurückgekommen ist. Das heißt, die Financial Conditions haben sich wieder deutlich gelockert. Das ist der entscheidende Punkt für die Fed. Wenn sie jetzt irgendwie dovish daherkäme, dann wäre es eben so, dann würden die Aktienmärkte hausieren, würden die Anleiherenditen weiter fallen, dann würden sich die Financial Conditions weiter lockern. Das kann nicht im Interesse der Fed sein, wie auch das Mouthpiece der Fed, Nick Timiraos, nochmal klar gemacht hat. Die Fed will eben die Financial Conditions, das sind Kreditkonditionen, das sind Aktienkurse, das sind Anleiherenditen, die will sie straff halten. Und er sagt, ja, dieser Pivot-Begriff, also diese Wende der Fed, ist ein bisschen schwierig. Er sagt, die Fed hat im Grunde drei Möglichkeiten, die Zinsen schnell anzuheben, langsam anzuheben oder
wenn man sie schon anhebt, eben dann länger auf einem hohen Niveau zu lassen. Sie wissen, ich bin völlig fest davon überzeugt, dass die Fed irgendwann dem Druck weichen muss. Die Frage ist, muss sie das jetzt schon tun? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein, sie wird es aber tun müssen, weil diese Zinsen die Wirtschaft kaputt machen, weil diese Zinsen nicht vereinbar sind mit einer völlig überschuldeten Wirtschaft, überschuldeten Konsumenten und überschuldeten Firmen. Das kostet den Staat USA so viel Geld, dass dann für andere Dinge überhaupt kein Platz mehr ist. Das wird diesen Druck dann weiter verschärfen und die Fed wird auf diesen Druck reagieren und sie wird es vor allem dann tun, wenn sie meint, ja, wir haben jetzt doch schon eine richtige Wegstrecke gemacht. Siehst du, die Inflation kommt nach unten. Nächste Woche bekommen wir ja die frischen Inflationsdaten und die dürften dann schon weitere Indikationen geben, was da los ist. Oder wenn die Aktienmärkte gefallen sind, dann hat die Fed mehr Spielraum, die Märkte zu beruhigen. Ich rechne damit, dass das bei der nächsten Sitzung dann passieren wird. Ähnlich sieht es Nomura, Stephen McElligott, der hier sagt, die Fed muss eine hawkische Message geben, weil sie sonst riskiert, dass sich diese Financial Conditions weiter irgendwie aufweichen. Also das ist das, was man vermeiden will, denn diese Aufweichung der Financial Conditions macht praktisch Zinsanhebungen zunichte, ist praktisch etwas, was die Arbeit der Fed zunichte macht. Jetzt sagt aber McElligott auch, und das ist der eigentlich interessante Punkt, was passiert, wenn die Fed und wenn vor allem Powell in der Pressekonferenz dann mit einer hawkischen Message daherkommt, dann die Aktienmärkte aber trotzdem steigen, weil man schlichtweg seitens vieler Investoren unterinvestiert ist, dann sagt er, wird es richtig gefährlich, denn dann muss die Fed irgendwie etwas tun, um diese Financial Conditions wieder zu straffen. Das könnte dann zu richtigen Turbulenzen führen. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Was ist, weil aufgrund der schieren Unterinvestition von Investoren die Leute sich sagen, egal was die erzählen, ich muss jetzt mal langsam Aktien haben. Interessant heute auch bei der Pressekonferenz, die wir bei Finanzmarktwelt ja in den Headlines abbilden mit einem Live-Feed, also wo Sie praktisch die Paul-PK live sehen können. Schriftliche Kommentare meinerseits, ist, wie Paul hier vorgeht. In Jackson Hole hat er auf den Punkt gesprochen, präzise gesprochen, sehr kurz gesprochen. Je wortreicher er ist, umso mehr, so sagt das Goldman Sachs, umso mehr Spielraum gibt er für dovische Interpretationen. Also wir werden mal sehen, wie konzentriert er wirklich ist. Er war damals in Jackson Hole extrem konzentriert. Da waren die Aktienmärkte im Vorfeld ja massiv gestiegen und das hat ihm nicht gepasst, das war klar. Also zack, ziemlich hawkische Message, eindeutig auf den Punkt, kurz, knapp und brutal. Also schon mal achten Sie da heute drauf ab 19.30 Uhr. Ich sprach von nachlaufenden Indikatoren wie Arbeitsmarkt, die die Fed so wahnsinnig interessieren. Wir haben heute den ADP-Arbeitsmarktbericht gehabt. Besser als erwartet. Aber schauen Sie mal, vor allem große Firmen, nämlich Firmen, die etwa über 500 Mitarbeiter haben, entlassen Leute. Wir sehen, dass Firmen mit über 250 Mitarbeitern Leute entlassen. Es sind die kleinen Firmen, die jetzt wieder einstellen. Interessante Story. Nicht wirklich die großen Firmen, die Zahl jedenfalls heute besser, aber schauen wir uns mal an, diese ADP-Arbeitsmarktdaten, die ja so eine Art Vorausschau sind für das, was am Freitag kommt, schauen wir uns mal an, das sind praktisch zu 85% Barkeeper und Kellner, die hier eingestellt wurden, während im produzierenden Sektor Stellen verloren gegangen sind, Leisure und Hospitality, also Gastgewerbe im weitesten Sinne, 85% der neu geschaffenen Stellen sind also da entstanden, das sagt schon einiges über die Qualität dieser Stellen. Und ja, die Fed, die sagt sich, die Zahl der offenen Stellen ist zu hoch, das ist etwas, auf das wir achten müssen. Aber wie gesagt, Arbeitsmarkt ist nachlaufend. Das ist praktisch etwas aus der Vergangenheit, genauso wie die Inflationsdaten ein Stück weit Vergangenheit zeigen, aber eben nicht, was kommt. Und als Notenbank wärst du gut beraten, wenn du proaktiv agierst auf das, was kommt, Entwicklungen, die sich abzeichnen und nicht praktisch eine Geschichte erzählst über die Vergangenheit, die bereits längst erzählt ist. Und das ist der Fehler der Fed. Das ist auch der Fehler der EZB, warum diese Prognosen so maßgeblich daneben gehen, wie die Geschichten weiterlaufen. Wir haben klare Hinweise, dass Inflation nach unten kommt. Wir werden eine steigende Arbeitslosigkeit sehen. Aber das sind eben nachlaufende Indikatoren, Frühindikatoren zeigen schon klar, wo die Reise hingeht. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Und wo die Reise hingeht, sehen wir übrigens auch am Anleihemarkt. Hier hat sich die US-Regierung jetzt nochmal um eine Entscheidung rumgedrückt, ob man jetzt sofort eigene Staatsanleihen kauft. Man dürfte diese Entscheidung Anfang Januar treffen und dann um die Liquidität des amerikanischen Anleihemarkts sicherzustellen. Dann dürfte man Anleihen kaufen. Die Primary Dealer, also die praktisch mit der Fed, für die Fed hier handeln oder auf jeden Fall diese Staatsanleihen hier maßgeblich handeln, die sagen, Leute, es wird Zeit, dass ihr langsam reinkommt in diesen Markt. Das zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Die Amerikaner machen ja neue Schulden. Gleichzeitig macht die Fed Quantitative Tightening, also reduziert ihren Anleihebestand. Da muss irgendwas her, da muss eine Finanzierung her. Auch das ist ein Aspekt, warum die Fed früher oder später umsteuern muss. Kommen wir zu die Aktienmärkte, meine Damen und Herren, wirklich witzig. Einen Tag vor der letzten FED-Entscheidung, das war der 20. September, waren wir Schlusskurs 3855,93. Gestern Schlusskurs, einen Tag vor der nächsten FED-Sitzung, 3856,10. Also praktisch unverändert. Zwischendurch sind wir unter die 3500er-Marke beim S&P 500 gerutscht. Und hier sehen wir, warum man vielleicht mit angezogener Handbremse, im Mindesten, wenn man auf der Long-Seite unterwegs ist, hier agieren sollte. Hier sehen wir etwa mal Finanzwerte im S&P 500. Was Sie da unten sehen, ist praktisch der Beleg, dass wir total überkauft sind. Das gilt für den Dow Jones insgesamt. Das heißt, man geht überkauft in eine FED-Sitzung rein und hofft, dass die FED eben die ersehnte Botschaft geben wird, dass man da ein bisschen locker lassen wird. Das wird irgendwann kommen, aber wahrscheinlich zu früh. Dementsprechend ist das Chance-Risiko-Verhältnis, sich hier zum Beispiel in Finanzwerte jetzt noch long zu positionieren, eher ungünstig. Günstig aus meiner Sicht. Manchmal können die Dinge überkauft bleiben oder auch überverkauft bleiben, länger als man denkt. Aber es ist eben vom Chance-Risiko-Verhältnis her, vom Potenzial her irgendwie ungünstig. Und Ähnliches sehen wir hier eben nochmal. Dow Jones Bullish Percentage Index auch ganz, ganz krass hier unten über der Marke von 70 der RSI. Das sind keine guten Voraussetzungen, kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht. Sie sehen es vielleicht anders, aber das ist eben aus meiner Sicht das Problem, warum wir jetzt noch nicht sofort diese Rallye sehen, sondern wahrscheinlich dann erst bei der nächsten FED-Sitzung, wenn wir mehr Ungemach, mehr Stress an den Märkten sehen, die Financial Conditions sich gestraft haben und dann die FED sagen kann, liebe Kinder, wir geben euch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Hier habt ihr vielleicht eure Jahresrallye. Und auffallend, hatte ich heute Morgen schon thematisiert, pardon, Apple. Der letzte General, der nicht erschossen wurde, sozusagen, also die letzte große Tech-Aktie, die völlig unbeeindruckt von dem Geschehen ist. Alle anderen wie Amazon, wie Meta, wie Google, sie haben alle schon ziemlich auf die Mütze gekriegt, sodass wir jetzt den Zustand haben, dass Apples Marktkapitalisierung der gesammelten Marktkapitalisierung von Google, Amazon und Meta entspricht. Also Apple so viel wert wie alle drei Konzerne. Das muss man sich mal vorstellen und das bei dem Hauptprodukt, das man hat, nämlich iPhones, die über 1000 Dollar kosten und in der Regel über 1000 Dollar kosten und damit ja durchaus sportlich bepreist sind, also ein Luxusgut sind. Und hier merkt ein Amerikaner an, die Schulden der Konsumenten sind massiv gestiegen, die Kreditkartenbelastungen sind massiv gestiegen, die Sparquoten sind gesunken und in dieser Situation auf ein Unternehmen zu setzen, das praktisch ein überteuertes Luxusgut anbietet, ist gewagt, finde ich auch, zumal man eben auch das China-Risiko hat, das sich jetzt manifestieren könnte, Zhengzhou, die Foxconn-Firma dort. Da ist wohl praktisch eine Quarantäne verhängt worden. Das heißt, die Arbeiter dürfen die Firma nicht verlassen. Und die Frage ist, wie kriegst du dann die produzierten Geräte nach außen, wenn du sozusagen wegen Corona hier diesen Lockdown hast? Die chinesischen Märkte sind ja massiv gestiegen in den letzten beiden Tagen in der Hoffnung, aufgrund von Gerüchten, dass eben die Null-Covid-Politik aufgelockert wird. Heute allerdings hat das Gesundheitsministerium in China gesagt, ne, wir bleiben bei unserer Null-Corona-Politik und wollen schlichtweg so weitermachen, dadurch dann ETFs auf China
deutlich wieder verloren von ihren zuvor starken Gewinnen. Erstaunlich heute auch die Entwicklung bei Öl, geht nach oben, auch nicht gut aus Sicht der Fed, weil inflationstreibend. Hier sehen wir Berichte von AP, dass der Iran Saudi-Arabien attackieren könnte. Da hat Saudi-Arabien die Amerikaner schon informiert. Man erwartet Angriffe. Natürlich all das in einer Situation mit diesem Aufstand in Iran, hoch brisant alles. Chart, wenn Sie jetzt die Frage stellen, von wem ist der Chart, dann würde ich das auch wirklich beantworten. Abschließend, meine Damen und Herren, sehen wir hier nochmal, was wirklich los ist, auch im Welthandel. Maersk hat jetzt seine Prognose für die globale Containernachfrage um 4% gesenkt. Wir sehen hier unten die Container Shipping Rates, auch das ein Anzeichen für eine abebbende Inflation. Die sind jetzt praktisch wieder auf Vor-Corona-Niveau, als wäre nichts passiert. Diese maßlose Übertreibung, die wir auch in einigen Tech-Aktien gesehen haben, die jetzt praktisch wieder sich nivelliert. Kommen wir abschließend nach Deutschland. Hier, wenn wir etwa den Hausmarkt anschauen, dann ist die Stimmung so schlecht wie seit der Finanzkrise nicht mehr, schlechter als im Corona-Crash. Erstaunlich, zeigt aber, was da wirklich abläuft. Wir sehen auch die IHK-Konjunkturumfrage mit dem schlechtesten jemals gemessenen Wert. Da wird gefragt, seht ihr die weitere Entwicklung, werden Firmen gefragt, seht ihr das besser oder pessimistischer? Nur 8% der Firmen erwarten eine Besserung. Der Rest sagt, es wird gleich bleiben, oder eine große Mehrheit sagt, es wird schlechter werden. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Es gibt doch Hoffnung, aber wie gesagt, das ist alles eine Frage der Timing, denn die Bank of America hat einen Index. Und der steht kurz vor dem Kaufsignal. Warum? Weil eben die großen Player unterinvestiert sind im Markt. Und das ist ja dann die Voraussetzung, dass sie sich investieren müssen, als Käufer auftreten. Das ist die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Ansonsten sehen wir uns um 19 Uhr, Fed-Statement. Da Kommentare von mir dazu. Und dann 19:30 werde ich eben die Aussagen von Jerome Powell kontaktieren. Wir sehen uns später. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Servus, ciao.